Jo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroIP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch Nebenquests am machen und jetzt gehen wir direkt eine ab. Bam. Vielen Dank für eure Hilfe. Nisamine hat mein bester Freund bei einem Unfall sein Leben verloren. Er hat diesen Wein immer geliebt. Er ist jetzt bestimmt sehr glücklich. Cool Story, Bro. Ich habe euch nicht viel zu bieten, aber ich kann euch sagen, dass ich es sehr zu schätzen weiß, was man für ihn getan hat. Und Dolit-Erz, okay. So, dann gehen wir mal noch. Können wir da hin? Nee, können wir natürlich nicht. Aber ich glaube, von hier aus wäre kürzer, oder? Wenn ich den richtigen Weg gehen würde. Ja, dann würde ich aber gerne jemand anderen steuern. Elvin, hi. Dann gehen wir mal hier zu dieser Einmine. Ich hoffe ja wirklich, wir müssen da nicht zwangsläufig gegen irgendjemanden kämpfen. Orange und Open Hauf. Im Haus Cheryl brietet ein Dienst mit unseren Helden. Okay. Das könnte ich auch mal nachgucken. Vielleicht kann man das ja wirklich kaufen. Vikalmine. Okay. Uiuiui. Stimmt, sind die Gegner da voll imbar. Ja, natürlich sind die Gegner da voll imbar. Ich war da schon mal. Ich hoffe, ich muss noch nicht gegen irgendjemanden kämpfen. Bah. Geh weg. Ja, ich gehe einfach jetzt da durch. Und ist da was? Ja, hallo, hier ist echt was. Ich gehe jetzt einfach da durch. Und hoffen wir mal, dass ich die Quest erledigen kann, ohne gegen irgendein Monster zu kämpfen. Weil die macht mich platt. Die waren Level 34 oder so. Weiß ich nicht. Was ich übrigens auch ein bisschen blöd finde, das liegt jetzt aber nicht am Spiel, das liegt hier an sich am Aufnehmen. Und zwar, das war ich da schon? War ich da schon drin? Manchmal. Oh geil. Wenn ich hier durch, naja, wenn ich einfach so durch die Gegend laufe, dann kommen ja meistens immer so Gespräche während des Laufens. Also als ich zum Beispiel von der Felgana-Mine zurück zu Laurent gelaufen bin, kam so ein kleines Gespräch. Oh, was für eine anstrengende Reise schon wieder. Ja, wir sind schon so weit gelaufen. Also die kann ich leider nicht. Die werden leider einfach aufpoppen, während ich von Ort A zu Ort B gehe. Und ich speichere jetzt einfach mal hier. Und dann habt ihr die sozusagen verpasst. Das finde ich ein bisschen blöde. So, mir fällt gerade auf, ein Gebiet mit starken Gegnern. Wahrscheinlich gibt es auch wieder schöne Schätze. Oh Gott. Ich habe noch einen heiligen Trank. Ich hoffe, der bringt was. Nö. Schön. Warte mal, die Bewegung von dir, die kenne ich. Du erinnerst mich an etwas sehr Schlimmen. Oh. Aus Tales of Graces F. Bitte geh weg. So, wir haben ein paar Rahmen schwarze Federn. Das finde ich gut. Geh weg. Ja. Gott, das sieht noch sehr lang aus. Ich kann ja mal gucken, wie stark sind die Gegner hier. Wenn die natürlich nicht so stark wären, dann wäre das ja opti-mopti. Trank des Lebens. Objekt gestohlen, geil. Ich könnte eigentlich auf die Gegner zustürmen und dann flüchten. Ich glaube, so 40 Gegner auf Dauer, die machen mich platt, ne? Das sieht aus wie ein Versteck. Hoffe ich jedenfalls. Ja, die Shops können wir auch mal wieder aufleveln. Da könnte ich mir auch wahrscheinlich hoffentlich irgendwann mal was leisten. Weil so schnell wie mein Geld immer weg ist, das ist nicht zu fassen. Geht weg. Bestimmt könnte ich die platt machen, aber
stimmt auch nicht. Oh, Truhen. Wenigstens können wir schon mal ein paar Truhen absahen, die wir vorher nicht hatten. Also etwas verfrüht holen. Ich muss ja bestimmt sowieso irgendwann mal hin. Warum sind die aber kaputte Fässer? Ist das schon voll auffällig, dass hier irgendwo Diebe sind? Oder Räuber, Banditen? Ist alles der gleiche Mann. Ich hoffe nur, ich muss nicht gegen die kämpfen. Wir sind dann bestimmt Level 50, 60. Und wir sind absichtlich nicht so stark, dass man sich hier durchschleichen muss. Hoffe ich jedenfalls. Könnte ich mir vorstellen. So. Hey! Wer seid ihr denn? Kampf. Level 31. Oh. So, kommt her. Ach ja, und im letzten Part hat Tipo nicht not as good as Asbury gesagt, sondern not as good as us. Oh, also nicht so gut wie wir. Also ihr wart alle gut, aber nicht so gut wie wir. Oh, geil. Aua, aua. Ich hab keine TP, Mann. Boah. Hilfe. Bam. Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr Dämonenchaos einsetzen? Oh, die setzen noch ein. Schön. Zack. Boah, Elvin braucht unbedingt mehr TP. Mit seinem Angriff verballert er so viel TP. Schön. Haben wir das geschafft, glaube ich. Das ging schnell. Finde ich gut. Oh Gott. War da was? Nee. So, schon erledigt? Diese Max hier ist ein Dorf. Achso, ja. Ja, da schalten die... Nee, warte mal, das ist wieder was anderes. Verbrecher verprügeln. Okay. Da kann man gleich noch mal in Laurent gucken, ob man eine Orangensuppe kaufen kann. Dann sitze ich ja doch noch ein bisschen hier. Jude, do you think we can eat those mushrooms? No. No, we can't. Nein, nein. Glaub nicht. So, hier sieht schon aus, als ging es nicht mehr weiter. Aber ich schiete mich durch diesen Ort durch wie ein echter Pro. Wenn wir schon so was dafür bekommen, dann erst recht. Rechnet damit, dass ich öfter hier auf Screening gehe. Die Viecher, die kommen ja auch bekannt vor. Von wo aus? Tales of the Abyss oder Tales of Graces? F? Weiß ich nicht. Oh geil. Fertigkeitsbuch. Nadelstich. Ein Buch, mit dem die Gruppe Zugang zur Fertigkeit Minimalschaden hält. Hm? Oh. Was hat denn? Alle Angriffe bringen nur einen Schadenspunkt. Ja, super. Wofür sollte ich denn das gebrauchen können? Bestimmt ja so, um Kombos und so was zu bekommen, was weiß ich. Schön. Kann man bestimmt eine Trophäe, einen Boss mit Minimalschaden töten. Super. Ja, bestimmt komme ich irgendwann drauf zurück. Vielleicht kann ich es da wirklich irgendwann mal gebrauchen, aber jetzt nicht. Altenpflege. Nein! My aching back. Your back hurts? Want me to give you a little therapeutic massage? Oh, that's very generous of you. Don't coddle the elderly kid. It never ends well. But he's in pain. I am grateful for the sentiment, Jude. But I worry that your hands might not be strong enough. Perhaps a massage from a nubile young woman would be more effective. You mean me?
If I had the four, I'd have Ifrit bathe your back in flame to increase blood flow. Then have Gnome send tremors up and down your spine. That would clear it right up. But I suppose I could still do most of that with my own arts. Go ahead. Show me where it hurts. Oh, I'm fine, really. Aches and pains are old friends to a man my age. Let's be moving on then. Huh? You don't want the massage? See what I mean? Yeah. No more coddling. Was zum? Ich hab dich gesehen. Wo? Das habt ihr doch auch gesehen, oder? Ich habe gerade etwas sehr Schlimmes gesehen, aber wir müssen uns nicht weiter darüber unterhalten. Deswegen gehe ich einfach von hier weg. Halt, war ich jetzt... Ich war da oben, oder? Sieht irgendwie so komisch aus. Nee, da war ich nicht, hallo? Ich war auf der linken Seite, hallo? Hallo? Okay, und das, was wir da gerade gesehen haben, das haben wir schon längst wieder verdrängt, oder? Ist jetzt nicht weiter erwähnenswert. Außer wenn wir es irgendein andermal erwähnen. So, geil. Ah, 10.000. Nächsten Part werden wir wahrscheinlich nur die Shops aufballern und Ausrüstung holen und was weiß ich. Dann denke ich mal, ich bin gleich fertig für heute und dann... Jetzt nicht, dass ich mich hier dazu zwingen würde, aber... Ich nehme jetzt auch schon wieder eine Stunde auf und irgendwann möchte ich auch mal Feierabend machen. So, und hier... Jetzt müssen wir wieder raus. Ich hätte gerne ein Fluchtseil, danke. Gut. Oh Gott, wie groß das Ding ist. So groß habe ich diese Art von Dinge gar nicht in Erinnerung. Mal einmal kurz hier umgucken. Ich habe jetzt voll die Paranoia. Okay. Weiter. Ja. Wo müssen wir die Quest überhaupt abgeben? In Shelton. Ne, nicht Shelton. In Lorand. Lorand. Dann würde ich sagen, wir gehen mal um die rahmschwarzen Federn. Dann gehen wir nach Shelton und geben die rahmschwarzen Federn noch ab. Und dann gehen wir da einkaufen und dann sammeln wir hier das ein. Die Quest müssten wir eigentlich nur abgeben, wenn er uns jetzt nicht volle Möhre zuquasselt. Gehen wir im nächsten Part einkaufen. So. Nein. Lorand. Wo warst du nochmal? Hier, ne? So, wir haben die Banditen vermöbelt. Du hast es geschafft. Jetzt können wir wieder in Ruhe unserer Arbeit nachgehen. Hier, das ist für dich. Es ist nicht viel, aber die anderen Dorfbewohner nicht wollen, dass du es bekommst. Eine Tengu-Maske. Ach, so eine mit so einer langen Nase, ne? So, dann würde ich aber jetzt noch ganz schnell hier die Dinger aufballern. Geht nicht. Mächtige Handschuhe. Könnt ihr euch alles durchlesen. Und hier, Feuerhelm, Windkrönchen, Silberschutz. Ja, schön, ich habe natürlich schon wieder alles vorher gekauft. Ja, und dass ich immer noch 5 Sachen übrig lasse, daran hat sich nichts geändert. Jetzt sind Lebensmittelhändler. Ach, jetzt kann ich mal gucken, ob wir eine Orangensuppe kaufen können. An doch hier. Bitteschön. Dann weiß ich ja, was wir im nächsten Part noch machen. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns, wie es sich gehört, im nächsten Part. Ciao!